Uiuiuiuiui, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paragon. Ich muss das nachher mal synchronisieren. Weißer Schattenagent, Twin Blast, Skin-Variation, okay? Tägliche Belohnung, Tag 30, okay? Es gibt eine Änderung. Paragon ist ein Jahr alt geworden und es gibt jetzt tägliche Belohnung, wie es aussieht. Hier zum Beispiel eine Bronzekiste, in der eine weitere Kiste oder Kartenpackung oder andere Sachen und mehr drin sein. Tägliche Belohnung Tag 1, Tag 2, Tag 3. Okay, ich muss mir jetzt jeden Tag einloggen. Mittlere Helden. Heldenfreischaltung. Aha. Episch, roter Drachenfürst Greystone. Cool. Dwinblast. Besonders Heldenmeisterschaft. Aha. Oh, guck mal hier. Ruf 350. 7 neue Helden. Okay, da können wir... Ah, hier, das wäre der Rote. Kalari, Expertenheldenfähigkeit. Okay. Und am 15. Tag gibt es eine epische und am Tag 30... Hier sind immer so Meilensteine zwischen. Da gibt es immer selten episch und dann wahrscheinlich im Wechsel. Und ganz am Ende gibt es dann legendär den weißen Schattenagent Twin Blast. Der sieht aber nicht so geil aus, der Rote. Den finde ich cooler. Und wir beanspruchen jetzt erstmal die Bronzekiste. Und wir haben 5 epische Kisten eben zum Einloggen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. 3 Kartenpackungen? Was? Ah, in 21 Stunden und 59 Sekunden, also quasi in 3 Stunden. Profil. Ich soll jetzt Kisten? Diamantruhen! Derbe. Okay. Okay. Öffnen wir das gemeinsam. Yeah, Schatztruhenschlüssel. Sehr gut. Besonders Münzen, Münzen. Da, Münzen. Münzen. Algen. Ja, das ist zum Karten herstellen, die Algen. Münzen. Mehr Münzen. Kartenpackung, besonders Ruf. Der geht dahin, ja. Aber ich glaube, so ein bisschen Ruf bringt mich nicht so richtig voran. Und noch mehr Algen. So, nächste Truhe. Ja, ganz viel Ruf. Noch eine Truhe. Ich will was Geiles noch. Irgendein Skin oder sowas. Verfluchte Seelen, Ruf. Matrix und noch mehr Zeug. Und bitte, bitte, bitte irgendwas richtig. Ja, noch Schlüssel. Kartenpackung, Ruf und Topaz. Ja, schade. Oh, Bronzekiste. Ah, da sehen wir schon mal den Unterschied. Da ist sehr wenig drin. Gut, damit hätten wir die Truhen geöffnet. Jetzt haben wir nur noch hier die Schatztruhen. Ach, das sind Kisten und das unten sind Truhen. Die müssen wir aufschließen. Und Kartenpackung haben wir. Aber erstmal schließen wir die Dinge auf, denn es gibt Skills und Totems. Die werden wir uns dann auch mal anschauen müssen. Aber erstmal öffnen wir die erste Schatztruhe. Mega cool. Ich nehme euch jetzt mal mit durchs Menü. Stopp. Na? Skin, ich will einen Skin, ich will einen Skin. Nein! EP-Stärkung, 35. Wow. Okay. Verbleibende Siege 35, Erfahrungsschub 100. So, dann öffnen wir die nächste Kiste. Stopp. Oh, ich will die Fae. Ich habe auf die Fae geklickt. Na, ja. Nein, ich spiel Fangmauni. Okay, das war jetzt völlig übersteuert, glaube ich. Ich tue das Mikrofon mal ein bisschen weiter weg. Schade. Nicht so richtig Geiles bekommen. Helden. Überblick. Kartenpackung. Wir haben noch Kartenpackung. Alle aufdecken. Die sieht neu aus. Das Bild kommt mir nicht bekannt vor. Nächste Packung. Ja, wieder ist nur Standardkarten. Nee. Na, nichts soll ich dabei. So, schauen wir mal. Okay, das war das schon. Schade. Guck, da gibt's so coole Sachen drin. Da gibt's sogar Skins. Möglich Belohnung. Hier der Piratentyp. Mega fresh, aber nein. Oh, nächste Belohnung ist eine Goldkiste. Und in dieser Goldkiste kann eine Diamantenkiste. Abgefahren. Mhm. Cool. So. Es gibt auch einen neuen Helden jetzt. Das ist die Jin. Jin. Meisterung kaufen brauchen wir nicht. Für Feng Mao haben wir jetzt die Meisterung einfach freigeschaltet, ne? Wo ist er da? Ja. Toll. Ich habe ihn nie gespielt. Ich werde ihn wahrscheinlich auch niemals spielen. Decks. Karten. Banner. Banner. Banner ist neu. Kein Banner. Anlegen. Kein Banner. Ich habe keinen Banner. Shop. Gucken wir mal da rein. Nee. Banner. Was hat es damit auf sich? Kriegswappen. Kostet 1000 Münzen und kann was?
Steht nicht dran. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich erscheint das Wappen, wenn wir jemanden töten. Ich habe keine Ahnung. So, ich werde mal ein Match suchen und wir sehen uns dann gleich. Im Fighty Fight. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Match von Paragon. Ich bedanke, wir sind mit Aurora hier am Start und wir haben da oben schon der kleinen Decker so ein bisschen die Schnute poliert und die schmeißt irgendwie mit ihren Energiekugeln und da trifft niemanden. Das ist auch gut so, denn wir wollen hier ein bisschen gewinnen heute. Bump. Bump. Oh, guck mal, er versucht mit Granaten nach uns zu schmeißen. Wie naiv. Oh, guck mal, die mich einfach betäubt. Ich habe Karten abbekommen. Boink. So, dann lassen wir sie mal kommen. Go, kommt. Ja, meinst du? Oh, daneben. Oh, guck mal, erster Kill geht an uns. An uns. Yeah. Boink. Boink. Boink, boink, boink. Ich schmeiß mit Blumen und du wirst Ruhm. Joa. Na, guck mal. Nur großer. Oh, guck mal, haben wir ihn auch Schaden zugefügt. So, wir sparen uns mal die Sache mit dem Leben, mit dem Mana. Ja, wäre Aurora mal mit rausgekommen. Ja, das war natürlich doof, Auroria. Ernsthaft, gerade als ich... Boah, peinlich. Na gut. So. Und weil ich ja weiß, wie man mit Faye spielt. nicht daraus. Die ist ein bisschen zu riskant. Aber ein bisschen doof, dass ich jetzt auf die Dings geskillt habe. Auf den Wurfball, aber ist halt jetzt so gewesen. Zu wenig Mana. Ich hätte auch gedacht, die kommt von da. Your power grows.
dumm. Na, da hat man ja zum Glück Zeit rauszugehen aus dieser Nummer. Muss gleich mal zurückgehen. Am besten mit der nächsten Karte macht aber erst. Ah, triff ihn. Nein! Verdammt! Hat zwar gut reagiert, aber nicht gut genug. Ah, ich muss nach Hause. Jetzt können wir zwei Karten holen. Ich hätte gerne kämpfen gesehen, die neue. Aber das werden wir hoffentlich in diesem Match nochmal schaffen, die zu sehen. Aktiv. So, erstmal mehr Schaden. In das Gegners Fresse rein. Oh, Magier Dude. Dann gehe ich nach rechts. So. An allied tower is under attack. Zack. Zack und Back und Kack weg. In die Fresse. Na 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 na. In die Fresse. Schieße ich dir ganz doll. Ach. Oh, guck mal, ein Banner. Ach, Mann. Na. Das war doof, ich war zu nah vorne. Aber der Turm ist fast hin. Schön, dass du gerade so im mittleren Pfad bist, aber... Okay, der hat gerade Kartenzeug gesammelt. Wir von hier werfen. Ernsthaft, das macht jetzt den Turm sogar Schaden? Fuck. Mann, das lief doof hier auf der Seite. Zur anderen Seite bin ich der Turm hin. Ja.
Zum Glück hat mein normaler Angriff noch gereicht. So. Kurz eine Hausgehpause. Spricht es keiner, der da was macht zum Verteidigen und so. So. Hey, du bist Peitschen Lady. Hi, Peitschen Lady. Aurora killt da hinten. Nee, kein Member. Das klingt geil, wie du peitscht, Lady. Oh, da hat sie sich langgezogen, oder was war das gerade? Okay. Na, Kumpel? So, noch eine Runde. Mana-Trank. Sehr schön. Ich werde mal nach rechts gehen, da sieht es irgendwie gerade nicht ganz so rosig aus. Zumindest sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht gut. Magier Dude, ich bin zuerst losgelaufen. Lass mich das hier regeln. So, ganz genau so muss ich das machen. Oh, guck mal, schon wieder ein bisschen Karten. Was ist da in der Mitte los? Weil ich sie alle zusammengezogen habe und sie völlig orientierungslos waren. Nee, 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 nee. Voll guter Move. Und einen davon habe ich sogar selber getötet. Ah, bei der anderen habe ich auch echt gut getroffen mit meinem Wurf. So, ich geh kurz. Oder auch nicht. So, jetzt gehe ich aber. Batsch, bang, zwibbel. Oder so, macht die Dings da.
Und let's fetz. Danke fürs Hierbleiben, Lady. Jo, das wäre mein Killing Spree. Schöne Nummer. Mana. Oh. Ich dachte gerade, was ist mit dem gelegen? Kein da. Alle weg. Das müsst ihr auch mal alleine schaffen. Mucho grande Mannering gezogen. So, hier, schönen Spanneimer. Oh. War schon die nächste schlüggelige Welle. Yeah, alles meins. Nicht mit mir, Bitch. Gut, sie verfolgt mich nicht. Und anscheinend verfolgt mich auch niemand anderes. Also, kurz nach Hause teleportieren. Bloink. Bloink. Und nach links. Four kids ist my kids. Sehr gut, können wir mal. Ich bin erst Stufe 8. Ich mach hier weiter, ne? Moink. Und nicht gedacht, dass ich die Peitschen bis so leicht los werde. Ne. Töte sie! Ihn! Es! Nein!
Oh, ich hätte noch einmal werfen müssen, dann hätte das hingehauen, aber... Ich war zu schnell dahin und bin ich an ihm vorbeigelaufen, ich Idiot. Ich bin mal von gegen gelaufen. Oh, da ist ein Schrank. Oh, da ist ein Schrank. Oh, da ist ein Schrank. Bin ich dumm. Ja. Ablegen. Das war eigentlich die doofe Position zum Ablegen. Bloink. Sie haben mich tatsächlich getötet. Ich verteidige mal ein bisschen die Mitte. Achtung, auf dem Weg zur Mitte. Hat es einer geschafft, nicht so oft zu sterben wie ich. Alter. Ich soll mir den Pfad erstmal wieder, ihr könnt euch um die anderen Seiten kümmern. No. Oh, das dauert alles noch voll lange. Immer noch zu wenig Schaden. So. Sehr gut, dafür hat es auch gereicht. Und noch ein Fünferhaupt? Jo. Sehr gut. Dann will ich mich mal nochmal hier kurz mit zwei Karten eindecken. Der und der. Ist das Ding auch voll? Und da muss ich mich mal ein bisschen wieder ins Team stürzen. Ach. Dabei hatte ich Dings fast wieder Twin Blast. Oh, jetzt hau da drauf.
Wieder ganz okay, aber nicht richtig gut gespielt. Verdammt. Schade, schade. Sagt der Hase. Als er rannte gegen eine riesige Luftblase. Und sich dabei zerstieß sein riesiges Geblase. Damit meine ich einen Kaugummi-Bubble. Okay, die Gegner meinen gerade uns auf den Sack gehen zu müssen. Nee, cool. Nein, Lady. Ich bin doch schon auf dem Weg, Magier. Ah. What did you do here? What did we do here? Ja, das wäre auch dumm. Ich muss doch da im Bereich bleiben, wenn ich das mache. Hier, friss das, großer Boy. So. Warum wurde ich denn gerade so laut? Weil das ein Boy war. Dup, 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 dup. So, ich werde gleich umdrehen. Na, mir war schon klar, dass sie da kommt, deswegen bin ich abgedreht. Komm, Magier, wir bleiben hier. Hauptkugel angreifen wäre sowas wie von unser Tod. Hui! Okay. Los weg. An allied tower is under attack. Enemy tower destroyed. Ja. Tot. Und das war der Inhibitor?
Ach nee, das war der Ton vom Replay von der. Oh Gott, und tot. Ach man. Was ist noch einmal los hier? Oh, sehr gut. Ach, den konnte ich ja eben schon holen, oder? War halt ein kleiner Rückschlag gerade, aber das kriegen wir wieder ausgebügelt. Guck mal, da oben rechts mal die Minions schon, den Turm kaputt. Schade. Kämpft immer noch da oben dagegen. Krass. Ja, unser Team ist wieder so auf Feindjagd aus. Mr. Magie ist noch tot. So, ich mach hier weiter, Leute. Ihr könnt da rüber gehen. Ich kliere hier die Lage ein bisschen. Irgendjemand muss die Mitte verteidigen. Umgedreht, weggeklatscht. War aber mehr Glück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da noch irgendwas töte von dem Kackhaufen, der mich da angegriffen hat. Das war echt Glück. Ach, sehr schön, noch eine Karte voll. So, wo machen wir denn dann weiter gleich? Da nö, da. Der jemand eigentlich nur sind. 3, 6, 9, 12, ja. Ja. Peitsch B. Schief. Was hatten die eigentlich so für Karten? Kritisch. Durchdringen. Kritisch, Schaden. Kritisch, Schaden. Und die unten? Schaden. Speed, Schaden. Speed, Schaden, Lebensraum. Kämmer ist richtig langsam dabei. Das war gerade ein bisschen enttäuschend, über dieses Katapult zu fahren. Und da ist einfach nichts passiert. So. Magier geht rüber, okay.
Mhm. Nicht jetzt? Ja, nein, was denn nun? So. Mana-Trank. Minions töten. Ja. Okay. Ach ja. Oh, ich kann nichts machen. Das war knapp. Das war sehr knapp. So. Leute. Mehr Leute. Mhm. Fuck! Boah, das hättest du eher machen müssen. Dass er es erst gemacht hat, als ich gestorben bin. Oh, so wird das. Oh, gut, alle tot. Aber zum Glück sind die auch nicht besonders hart am Leben. Oh Gott, das ist dieses Match wieder. Wow. Die Leute jagen einfach viel zu viel hin und her. Und eigentlich muss ich richtig doll Pipi machen. Ich kann aber jetzt nicht hier weggehen. Mach Freeze, Bitch! Sehr gut. Was? Das
Sehr gut. Boom. Mach das da immer den hier. Tötet ihn! Benachrichtigen, sprich, gute Arbeit. Mhm. Go, go, go! Das war's wert. Ja. Aber der Magier darf lieben. Egal. Einmal ich auf eine Seite. Magier und ich kommen halt da mega schnell durch nach vorne. Ein bisschen Steine werfen, ein bisschen Blümchen pflanzen und schon sind wir vorne am Himmelbildtor gewesen. Wolf Bones, aber jetzt muss irgendjemand hier die Mitte verteidigen. Und alles hängt an ihm. Den leuchtenden Man aus Rettung. Das war gut, dass sie das Ding geholt haben, sonst hätte ich den Turm, den Hydra nicht vernichtet gekriegt. Nicht in der Zeit, die mir gegeben war. Aber das lief ja ganz gut. Dieses Match läuft schon wieder unglaublich lange. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht, um die Gegner ein wenig einzuschüchtern. Brauchst du noch Karten? Nein. Vlum. Das ist wieder keiner sicher, dass sie die Dinos töten müssen und nicht die... Naja. Die Dinos gehen aber, glaube ich, auch an alle. Achtung, auf dem Weg nach rechts. Achtung, Hilfe, rechts. Okay. Wieso ist da schon wieder keiner in der Mitte? Peoples. Mach das doch nicht. Auch umgedreht? Ja, mal doch weiter. Ja.
Ich weiß nicht, warum er meinen Ultimate nicht geworfen hat, aber... Die Hälfte der Minions da vernichtet. Ja, Wand! Einmal kurz Mana und Dings tanken. Und so tun als ob. Boom. La 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 la, Link sieht gut aus. Hallo. Haut, du töte ganz, 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 ganz schnell viele, viele kleine Monster. So, ich habe sogar noch einen getötet eben, glaube ich. Von den blöden Säulen. Ach, da oben. Die wollte hoch in die gegnerische Basis. Ja. So. Sollen wir mal ruhig weitermachen? So richtig vorkommen wir jetzt hier nicht in der Mitte. So, versuchen wir es mal über die Seiten. Was? Ihr seid auf mein Dings gelaufen. Fiesen Schlingel. Ach ja. Mana, 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 Mana. Oh, Kern. Komm, klatsch weg. Sehr gut. Perfekt. Ja.
Na? Woohoo! Schade, ich hätte gerne noch den Kernkapitol gekloppt, aber war ein geiles Match und das lief auch echt lange wieder. Ich hoffe, das Match hat euch gefallen, hier von Paragon. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ich muss ganz dringend pickeln, Pipi machen, deswegen verabschiede ich mich so schnell. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen, hilft mir auch im YouTube-Algorithmus weiter. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Dafür am besten ein Abo da lassen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.